Moin aus Bremen, ich bin der Steinfluencer. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute ist der 29. Februar, also der Tag, an dem ich dieses Video aufnehme. Und warum sage ich das? Weil ich wieder ein Set vorab für euch zeigen kann. Lego hat das Weltall entdeckt. Und das ist eines der ersten Sets auf meinem Kanal aus der Lego Space Serie. Und in dem Falle zieht sich diese silberne Kante durch fast alle Serien von Lego. Also die haben das in alle ihre Themengebiete eingearbeitet. Lego Friends gibt es auch mit Space. Wir sind aber jetzt hier im Technikbereich. Und das ist eins der ersten Sets, was ich schon ziemlich geil finde. Das ist nämlich der Weltraumlader LT-78. Keine Ahnung, warum der so heißt, aber es ist LT-78, der Weltraumlader. Das ist ein Set aus der Lego Technik Serie. Hier schon mal die Rückseite vom Karton. Und ich habe ihn schon gebaut und jetzt gucken wir ihn uns gemeinsam an. Also, los geht's. Der LT-78. Ein Set aus der Lego Technik Serie und zwar hat er 435 Teile. Die Setnummer ist 42178 und man glaubt es kaum, es gibt zwar kein B-Modell, das nicht, aber es gibt jede Menge Spielfunktionen für ein solches Set. Es kostet, wenn man es bei Lego bestellt, ist nicht exklusiv, wenn man es bei Lego bestellt, kostet es 34,99. Ich habe 24,99 bezahlt und ich bin mir sicher, das Ding wird auch noch mehr mit mehr Rabatten zu bekommen sein. Also wir bekommen 435 Technikteile, ein paar Ersatzteile auch und wir bekommen einiges an Spielfunktionen, was schon, finde ich, lange her ist. Also Lego nimmt das mit der Space-Serie und demzufolge mit den Technikfunktionen wieder sehr ernst, finde ich, und das ist toll. Was wir auch bekommen ist allerdings, das muss man natürlich dazu auch sagen, einen riesigen Stickerbogen. Den habe ich nicht angebracht und zwar deshalb nicht, weil ich da so dogmatisch bin, was Sticker angeht, sondern ich wollte euch den Stickerbogen zeigen. Das sieht man besser, wenn man ihn einfach noch nicht aufgeklebt hat. Ich finde, die passen gut, weil so ein, ich glaube, also klar kann man das printen hier, diese Panels, aber sei es drum, ne? Egal. So, ich habe gesagt, ich habe ihn gebaut. Da habe ich auch nicht gelogen. Hier ist er, der LT-78 Weltraumlader in seiner vollen Pracht. Das ist übrigens die Vorderseite. Hier ist eine Kanzel. Der ist theoretisch, ich bin nicht ganz sicher, ich meine, es gibt ja kein echtes Vorbild, es ist so ein bisschen angelehnt wahrscheinlich an die Mars Rover. Hier könnte man, wenn man dieses Teil abnimmt, dieses Kanzelteil, dann kann man da eine Figur reinsetzen. Da ist ein Sitz und auch sozusagen vorgesehen, dass da, das kann man hier nicht so richtig gut erkennen, aber da ist ein Lenkrad und auch ein Bedienpanel, das natürlich mit dem Aufkleber funktioniert. Aber prinzipiell kann da jemand drin sitzen, was ich gut finde. Es ist natürlich, und das habe ich schon gesagt, ein fiktives Modell. Wir gucken uns mal eben von allen Seiten an. Das ist hinten. Hinten ist noch besonders, weil die Lenkung, der lenkt hinten. Das ist sehr lustig. Ich glaube, es ist dann ein Frontantrieb. Keine Ahnung. Autohaus Reimann und hat keine Ahnung von Autos. Naja, egal. Was ich zunächst aber als allererstes zeigen will, ist dieser Tragegriff hier. Man trägt den hier oben an so einem, da ist so eine Technikachse und das kann man auch wegklappen. Dann ist das da so reingeklappt und man kann ihn einfach so rausnehmen und man kann ihn dann tragen. Vielleicht ist das auch schon eine Spielfunktion, nämlich dass der vielleicht von der Planetenoberfläche so angehoben wird von so einem Kran. Dass dann so ein Kran kommt, hier einklingt und das ganze Ding dann so von der Planetenoberfläche hochhebt. Also ist eine Billo-Spielfunktion, aber es ist eine Spielfunktion. Er hat hier vorne eine kleine Radarantenne. Das ist jetzt, kann man als Spielfunktion bezeichnen, ist es vielleicht nicht unbedingt. Ihr seht, die kann man so hin und her kippen. Da guckt er dann, kann er dann je nachdem, wo sein Satellit ist, den er anpeilt, hier noch eine kleine, so ein Ganghebel als Antenne. So, aber ich habe von Spielfunktionen geredet. Bevor ich dazu komme, muss ich nochmal sagen, die Räder finde ich sensationell in Grau. Also das ist super. Hier vorne auch mit diesem, ich weiß gar nicht, das wird auch oft als Sitzschale bezeichnet, das hier so rumgeht um den Reifen, ist toll gebaut, finde ich, sieht cool aus. Hier hinten kommen normalerweise auch noch Klebis rein in diese, auf dieses runde Teil, aber habe ich halt, wie gesagt, weggelassen mal eben. So, was kann der denn so? Achso, dazu gibt es noch diesen Container. Darin befinden sich hochgefährliche Viren. Das ist so ein kleines Roundplate da in der Mitte drin, wo auch ein Print drauf ist von so einem Virus. Das hat gleich noch eine Funktion, das zeige ich gleich noch. Also fangen wir mit der ersten Funktion an. Man kann nämlich hier hinten, ich zeige es am besten so, dieses ist nämlich so ein Transportarm, den kann man so rausfahren und dann kann man theoretisch hier diesen Container da dran. Und dann kann der den
durch die Gegend fahren. Ist vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es in Wirklichkeit so konstruieren würde, also wenn es ein echtes Fahrzeug wäre, weil das ja schon ein bisschen seitenlastig wird, aber allein die Idee, dass man das so machen kann, finde ich ganz gut. Dann hängt man den wieder so aus und dann kann man das ganze Ding wieder so reinfahren. Von oben kann ich euch das auch nochmal zeigen. Ja, also man nimmt den hier so ab und dann kann man ihn wieder einfahren. Finde ich ganz lustig, ist jetzt nichts Gravierendes, aber wir reden ja hier auch von einem Straßenpreis 25 Euro Technikset. Ne? So, natürlich das, er hat die Lenkung und diesen kommen wir nämlich zur Rückseite. Das sind zwei Sachen. Einmal dieser rote, dieses rote Teil, da kommen wir gleich zu, und hier das blaue. Das blaue ist die Lenkung. Ist recht schlank gelöst. Das ist jetzt kein besonderes Technikwunderwerk. So eine Lenkung kriegt man sicher hin, aber es ist lustig, weil er von hinten lenkt sozusagen. Und dann eben diese rote Achse, und das zeige ich, also wenn man an der dreht, passiert Folgendes. Ich hoffe, ich drehe in die richtige Richtung. Ja, ihr seht, wie der sich aufbockt. Nennt man das so? Also die vorderen Räder gehen weiter runter. Das ist ja vorne hier. Und jetzt ist er so, jetzt kann er zum Beispiel über höhere Hindernisse fahren und man hat aus der Kanzel eine höhere Aussicht. Na? Trotzdem funktioniert natürlich weiterhin noch der Kran hinten. Aber so kann er über mehr Hindernisse fahren. Aber auf jeden Fall, dadurch, dass jetzt die Fahrerkanzel höher gelegt ist, hat er eine bessere Aussicht. Hier vorne ist noch so ein angedeuteter Greifarm, so ein Robotergreifarm. Und hier, das, ich weiß nicht, was es sein soll. Hier ist auch noch sowas mit so einem Ding. Das sollen dann so Manipulatoren sein, um auf der Planetenoberfläche irgendwas zu machen. Aber es ist natürlich vielleicht auch dafür gedacht, dass man also sozusagen vor einem Hindernis hochfährt, dann das Hindernis irgendwie beseitigt oder analysiert und anschließend fährt man weiter und man kann das natürlich hier hinten auch wieder zurückdrehen. Ist sehr schlau gelöst und dann fährt der Ganze, es sieht ein bisschen drollig aus jetzt hier, wie ich das mache, aber so. Und dann fährt der Ganze wieder in seine Ausgangsposition zurück. Das ist hier mit so einem Aktuator gelöst, da unten in der Mitte, der das Ganze sozusagen auseinanderdrückt und dadurch klappt das dann. Es sind noch zwei, diese Zahnräder, das kann man jetzt relativ schlecht sehen, da ist ein gelbes Zahnrad in der Mitte. Dadurch passiert das, dass das dann hochfährt. Das sind die Spielfunktionen von dem ganzen Gerät. Aber wie gesagt, das ist ja ein 25-Euro-Set, passt wunderbar in diese Space-Serie. Es gibt auch noch mehr, es gibt noch einen größeren Rover mit sehr viel mehr Teilen, ich glaube weit über 1000 Teile. Da passt der wunderbar dazu, auch von der Farbgebung finde ich es gut, mit diesem Orange und dem Weiß. Klar, es ist ein Lego-Technik-Set, viele bunte Pins und so, ja, kann man sich drüber aufregen. Finde ich in diesem Fall, ist es mir eigentlich völlig egal. Bei so einem Set, bei dem Preis hier unten, seht ihr das, ne? Die ganzen verschiedenen Pins. Wenn man das nicht so haben will, dann tauscht man die halt aus, ist dann eben so. Aber es ist aus meiner Sicht ein Spielset. Auch gerade bei dem Preis und es ist mega robust. Wäre peinlich, wenn es jetzt abfällt. Nein. Ne, also das kann auch mal hinfallen. Achtung. Da geht nichts kaputt. Ne? Also das ist wirklich, ist ja bei Technik-Sets oft so, dass die mega stabil sind. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil das natürlich den Kids irgendwie richtig Spaß macht, irgendwie so Space-Abenteuer zu erleben. Und dass man dann noch diese Transportbox hat mit dem gefährlichen Virus drin. Okay, muss man ein bisschen aufpassen, vielleicht mit Maske dann spielen. Nein, war ein Spaß. Ja, ein paar Teile sind über, das kann ich auch noch mal eben zeigen, aber das kennt ihr natürlich. Ich habe die mal hier so ein bisschen, ist nicht viel, so Verbinder und so. Ein bisschen kleiner Technikkrempel. Dazu gibt es natürlich wie immer eine gedruckte Anleitung. Ich musste es nach dieser Anleitung bauen, weil ich das ja vor dem 1. März, an dem es offiziell erscheint, gebaut habe. Und da gibt es die Anleitung noch nicht zum Download. Inzwischen gibt es sie, wenn ihr das Video seht, ab dem 1. März könnt ihr das einfach runterladen. Und das ist Lego üblich. Klar, es ist Technik. Wer sich damit schwer tut, okay. Aber ehrlich, das ist hinzukriegen. Und wie gesagt, den Stickerbogen hatte ich ja schon gezeigt. Den werde ich jetzt noch anbringen. Ich habe ihn extra jetzt mal nicht angebracht, damit ihr sehen könnt, was für Sticker dabei sind. Ja, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr von dem Set haltet, von diesem süßen kleinen Weltraumlader LT78 für OVP 34,99. Das wären 8, irgendwas Cent pro Teil, aber Straßenpreis wird ja deutlich darunter liegen. Wie gesagt, im Moment gibt es den so zwischen 25 und 29 Euro. Also für den Bauspaß, den man hat, ungefähr eine Stunde habe ich gebraucht. Und dann den Spielspaß, den man damit hat, ist das ein tolles Set. Ich jedenfalls finde es gut. Ja,
Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Seid ihr in der Lego Space Era angekommen? Habt ihr schon mehr Sets aus dieser Serie gekauft, auch aus den anderen Themenwelten? Gibt es sogar von Duplo. Lego Duplo gibt es jetzt auch in Space. Also Lego nimmt das dieses Jahr mal richtig ernst. In allen Themenwelten gibt es Space Sets. Ja, ansonsten danke fürs Zuschauen und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.